So, nach einigem Rumprobieren habe ich des Rätsels Lösung also finden können. Und zwar geht das wieder nach dem Motto, finde das Pixelchen. Gibt es hier an den Holzkisten einen Verschluss? Ich habe den Verschluss geöffnet. Es ist eine Menge Pfeffer auf den Boden gerieselt. Du hast es geschafft. Oder aber auch Zeit. Ich glaube, ich habe mir nichts gebrochen. Dein Bein, es blutet. Wir müssen unbedingt die Blutung stoppen. Warte. Wir sollten die Wunde desinfizieren, bevor wir sie verbinden. Ich werde mich mal nach Desinfektionsmittel und Verbandszeug umschauen. Ja, es soll ja angeblich einen Arzt an Bord gegeben haben, ne? Der müsste ja eigentlich sowas dabei haben. Hallo? Ist da jemand? Vielleicht schlafen schon alle. Mhm. Bestimmt. Anna, hörst du mich? Ja, ich bin hier. Hast du schon jemanden gesehen? Nein, ich habe doch noch kaum einen Schritt aus der Kapitänskajüte gemacht. Außerdem sieht es hier nicht gerade gesellig aus. Ich hätte jetzt allerdings schon fast gedacht, dass die Demo an dieser Stelle zu Ende sein könnte. Hier können die Gaskartuschen eingesetzt werden, um die Lampen mit Gas zu versorgen. Das nehme ich mal mit. Okay. Wahrscheinlich müssen wir uns erstmal Licht anmachen. Ich kann nichts sehen. Alles ist schwarz wie die Nacht. Ist ja auch ein Horrorspiel. Oder ein Gruselspiel zumindest. Ja, ich glaube, ich gehe mal zurück. Und? Was hast du entdeckt? Da draußen ist es stockfinster. Ich muss irgendwie für Licht sorgen. Die Besatzung? Irgendjemand in der Nähe? Zumindest nicht auf diesem Deck. Wie geht es deiner Verletzung? Ich fühle mich schwach. Das Blut läuft immer noch. Warte, ich nehme einfach die Decke von da hinten oder einen Lumpen von der Wäscheleine. Oh, Igitt, so eilig ist es dann auch wieder nicht. Vielleicht findest du Stoff, der etwas sauberer ist. Oder richtiges Verbandszeug. Na gut, ich suche noch ein wenig. Aber bevor du die Besinnung verlierst, wirst du mit schmutzigem Stoff Vorlieb nehmen müssen. Du findest sicher gutes Verbandsmaterial. Und zur Not wäre ich auch mit deiner Bluse einverstanden. Wie charmant. Naja, aber bestimmt so ziemlich das Sauberste, was man da bekommen kann. Ich probiere aber vielleicht doch mal, ob ich die Gamma-Korrektur ein bisschen höher drehen kann. Das macht nämlich schon einen sehr dunklen Eindruck. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser zu erkennen. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. So müsste es funktionieren. Was machst du da? Du bringst uns doch beide um. Ich weiß es auch nicht. Die Maschine ist einfach angesprungen. Maschine? Das hört sich für mich eher an wie der Atem einer Bestie. Irgendwo tief im Schiffsbauch. Ich konnte ja nicht ahnen, dass so etwas passieren würde. Naja, bis auf dieses neue Geräusch hat sich nichts getan. Immerhin. Zwei sinkende Schiffe wären auch zu viel für mich an einem Tag. Kartusche ist bestimmt hilfreich.
Gaskartuschen eingesetzt werden, um die Lampen mit Gas zu versorgen. Jetzt müssten die Leitungen mit Gas versorgt werden und das Licht wieder strahlen. Ich fühle mich beobachtet. Dabei sieht hier alles so verlassen aus. Ich bilde mir das bestimmt nur ein. Die Schnur ist abgerissen. Hier ist alles in ziemlich marodem Zustand. Ja, sie macht einfach nur alles kaputt, würde ich sagen. Die Klingel löst wahrscheinlich schiffsweit Alarm aus. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Dieses Schiff war das einzige, das für eine kurzfristige Überfahrt in Frage kam. Aber mit Fiona wird es immer schlimmer. Dann muss ich mich eben mit dieser seltsamen Crew herumschlagen. Immerhin scheint Captain Marquez ein vernünftiger Mensch zu sein. Stoisch zwar, aber offenbar vertrauenswürdig. Ich werde Fiona trotzdem nicht zu den anderen herauslassen. Da fällt mir ein, ich muss ihr dringend wieder etwas einflößen. Dahinter ist eine Öffnung. Ich frage mich, wozu sie wohl gut ist. Der Schacht führt nach unten in einen anderen Raum des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Ich glaube, da wollen wir jetzt noch nicht unbedingt hin. Sonst noch was zu entdecken? Offenbar nicht. Oh. War das nur der Wind? Ich habe Schiffbruch erlitten und bräuchte Hilfe. Hallo? Das wäre glatter Selbstmord, wenn ich hier nach unten klettern würde. Also klettern wir ganz einfach nicht nach unten. Eine Angelroute. Damit kann ich etwas angeln. Wer ist da? Ganz ruhig, Anne. Du bildest dir das nur ein. Wozu sind all diese Geräte gut? Wir werden es herausfinden.
Irgendetwas muss hier passiert sein. Kein Kapitän würde sein Schiff einfach so im Stich lassen. Vielleicht hat es eine Meuterei gegeben. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Vielleicht finde ich etwas heraus. Ja, wir haben ja Zeit, während Lex da unten verblutet.